ganz bewusst zu wissen, dass wir unglaublich privilegiert sind, dass sich daraus aber auch eine Verpflichtung ableitet. Also ich denke, wir agieren ja sehr viel mit Statistiken, mit Zahlen. Und diese Schlagwörter und diese Zielsetzungen aus den SDGs wie Zugang zu sauberem Wasser, Zugang zu Bildung, die werden abgerufen manchmal wie Worthülsen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dabei zu sein, weil man braucht diesen emotionalen Schub immer wieder neu. Dass hier Kinder groß werden, ohne morgens ins Badezimmer zu gehen, immer Wasser zu haben, etc. Dass die Kinder Wasser tragen müssen, mithelfen müssen, dass sie keine Chance haben, deshalb in die Schule zu gehen. Wie alleine das Grundgut Wasser dazu beiträgt, in anderen Bereichen auch Fortschritte zu machen. Bei der Hygiene, bei der Gesundheit, beim Zugang zu Bildung. Das wurde jetzt bei dieser Fahrt und bei den Projekten, die wir gesehen haben, sehr, sehr deutlich. Ist eine Verpflichtung, es ist ein Privileg, in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Und es macht sehr, sehr zufrieden, wenn man Erfolge sieht. Das ist sehr egoistisch jetzt auch gedacht, aber das gehört auch dazu. Und wenn man damit Dinge verändert, zum Guten wenden kann, gibt, glaube ich, keine schönere Aufgabe, die man sich stellen kann. Wir alle in Europa haben kein Problem mit Zugang zu Wasser, wir haben kein Problem mit Zugang zu Bildung. Und gerade diese Erfahrungen, die wir hier gemeinsam machen, glaube ich, die relativieren ungeheuer und geben uns auch wichtige Argumente, um gegenüber nationalistischen Parteien auch einen Punkt zu setzen.